Moin moin und hallo, ich bin's FreshG mit Let's Play Dead Space und jetzt geht's weiter. Wie ihr, glaube ich, schon angenommen habt, wenn ihr auf ein weiteres Video von mir klickt. Also, wäre ein bisschen doof, wenn ich so sage. So, nee Leute, muss euch enttäuschen, diesmal geht's nicht weiter. 15 Minuten lang seht ihr jetzt einen schwarzen Bildschirm. Autsch. Hau ihn in eine Fritte. Ja, Mann. Bäh. Oh, oh. Und schon wieder kaputt. Er meinte ich. Und ich war jetzt mit dem Viechchen nach oben. Haha. Das ist an der Decke, oder? Oh, die kommen alle an der Decke. Gut. Gut, gut, gut. Ah, jetzt weiß ich. Das erinnert mich so ein bisschen an Aliens. Das sind doch auch die Dinger, die so an den Kopf ranspringen. Ah, na da. Ich hasse sie, ich hasse sie. Weißt du, so klein, ja, und gehen einen so auf die Nerven. Die sind so schwer zu erwischen. Ich höre den irgendwie hinter mir. Gleich einer raus. Oder der ist vielleicht unter mir an der Decke war. Wuhu, gequickscoped. So. Na dann. Hoffentlich kommen nicht nochmal so eine Viecher. Ich sie hasse. Ach ja, ach ja. Und hier haben wir einen Knoten. Zur Belohnung für diese Strapazen gerade eben. Du willst mir aber nichts Böses, oder? Ja, tut mir leid. Ach so, das ist keine Kiste. Ah, erste Aufgabe erfüllt, okay. Jetzt einfach wieder zurück. Und da ist noch eine Kiste. Nicht, dass ich dran vorbeirenne. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht nehmen, aber war gar nicht so schlimm. Und jetzt ganz normal da raus, okay. Mr. Clark, ich muss mit Ihnen reden. Ich bin ganz in Ihrer Nähe und ich weiß, dass Sie es interessieren wird, was ich zu sagen habe. Ich kann Ihnen alles erklären. Ich weiß, was passiert ist. Wenn Sie die Navikarten haben, werde ich Sie in die Sicherheitsstation lassen. Wir müssen reden. Beeilen Sie sich! Der will nur selber flüchten. Er will mich doch dann irgendwie überwältigen, wenn ich die Karten habe. Damit er selber wegkommt oder so.
hoch. Hoch, 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 hoch. Och nee. Aber diesmal nehme ich hier unser kleines Schätzele. Versuche mal wieder so ein Multikill hinzukriegen. Oha. Ey, aber dafür hat sie ihn jetzt ganz schön geledert. Komm, du bist tot. Naja, aber dafür war das Ding ja jetzt zumindest gut. Also die Viecher hier an der Wand hasse ich und die kleinen Viecher. Und sonst... Ja, sonst sind alle anderen eigentlich ganz cool. Aber sonst sind so die anderen Sachen, die mich umbringen wollen, cool. Was haben wir hier? Oh, da hat schon wieder jemand nicht gespült. Steht da? Give them hope. Give them was? Strength? Oder wie? They'll last a sit oder nee, they last a bit longer. We are so fucked. Okay. Eine Runde duschen. Da liegt Seife, soll ich mich mal bücken? Wohin? Ach so, okay, dann brauche ich die immer für das jeweilige Türchen. So. Die Lebenserhaltungssysteme im Schlafblock B wurden ausgeschaltet. Du brauchst eine Überbrückung, um zur Tür zu kommen. Wie jetzt? Eine Überbrückung dafür, dass ich die Überbrückung finde, oder wie? Das kann doch jetzt nicht deren Ernst sein. Mann. Ich meine, wie verdammt unkoordiniert muss denn ein Schiff sein, das im Falle eines solchen Notfalls, den man natürlich planen kann? Hallo? Ich meine, Zombie-Apokalypse, wer bereitet sich nicht darauf vor? Ey, komm. Weißt du was? Du bist der schlechteste Schauspieler, den ich bis jetzt gesehen habe. Das ist einfach nicht anders verdient. Wenn er jetzt immer noch schauspielt. Nö, okay. Aber ich glaube fast, dass er gar nicht geschauspielert hat. Und jetzt auf einmal. Na, egal. Vielleicht war es ja so programmiert, dass er erst hochspringt, wenn ich mich dann auf einmal wieder umdrehe. Und in beiden Fällen habe ich einfach richtig gehandelt. So, jetzt da lang. Hier gibt es nichts mehr. Da bin ich rausgekommen. Okay. Und um da durchzukommen, brauche ich jetzt eine Überbrückung, oder wie? What the fuck? Holy shit. Ja. Autsch.
ist das jetzt wieder für ein Riesenviech? Wo hat das denn jetzt schon wieder seinen Kopf? Falls es überhaupt einen Kopf hat. Gehört es jetzt schon wieder zu so einem riesen Endgegner oder ist es einfach nur so zwischendurch so, hoch, ja, wir können ja mal wieder so einen riesen Greifarm reinbauen. Das sind ja auch Plätze zum Schlafen. Okay. Da kommt einer raus, oder? Was ist das hier? Muss ich jetzt den Hebel runterfahren, oder wie? Jetzt kommt einer raus. Oder? Oder wenn ich hier dran war. Ah, nee. Ist jetzt okay. Und dafür hebe ich den wieder auf. So. Dann speichere ich ihn nochmal. Und dann geht's weiter. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten eintritt. Holy shit. Ist ja alles eingefroren. Och nee. Och nee, im Vakuum. Und jetzt. Och nee, och nee, och nee, och nee. Ich weiß ja wieder, was ich benutzen kann. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Holy shit. Wieso war denn das gerade so hell? Ja, hier kommt, springt mich an. Spring mich an. Wo bist du denn? Hey! Na los! Versuche ich's wenigstens, mein Kleiner. Hä? Und ich glaube, jetzt kommt es mir eigentlich auch ganz schön zugute, dass ich meinen Anzug schon ein bisschen abgegradet habe. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Weil sonst hätte ich ein bisschen wenig Zeit hier immer. So, und wo muss ich jetzt lang? Da lang, okay. Oha. Was? Alter Falter, jetzt werden alle Viecher so krass drauf, oder wie? Ist hier irgendwas? Ja. Aber ich habe da auch ein Monster lang rennen sehen. Der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Oh, es ist wieder an der Decke, Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Huh? Da, sage ich doch. Ja, komm. Jetzt bleib mal stehen. Wo ist hier wieder
so ein Ding, damit ich Luft bekomme. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Oh, wie die immer wegfetzen, ich find's so geil. Wo geht's jetzt hier lang? Okay, das. Ah, aber da ist wieder so ein Luftding gewesen. Nee, doch nicht. Oh, jetzt muss ich mich aber beeilen. Geht's hier dann wieder dahin, in diesen Hauptraum? Hauptraum, Hauptraum, Hauptraum. Komm. Yep. Und jetzt hier. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Gut. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Wohin soll ich jetzt... Ah, hier lag Geld. Das darf man nicht vergessen. Da hinten geht's aber auch noch rein. Ich bin noch da reingegangen, oder? Was ist hier? So. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Ja, ich hab's kapiert, Mädel. Bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Oh, und wie kriegt man das hier weg? Ich nehme beinahe an, kaum. Und jetzt hier wieder raus. Jetzt war ich ja überall. So. Oh, jetzt ist wieder so dunkel. So, und jetzt müssen wir da zu der Tür. Zu der hier, ne? Ach nee, zu der. Wie schön, dass es dich gibt. Damit meine ich den. Diesen Brotkrumen. Strahl. Okay, und der Part ist dann hier auch zu Ende. Und ja, dann bis zum nächsten Part, wenn ihr mögt. Ciao.